Ex-Gala-Vorstellung Evil und Baden hat keine Ahnung, wo sie sich befindet. Sie muss auch feststellen, dass sie ihr Gespür für Zeit langsam im Stich lässt. Da war dieser schreckliche Aussetzer. Wie ein Filmriss. So, als würde man auseinandergerissen und Jahre später wieder zusammengeklebt. Nun, Evie ist klar bei Verstand. Sie kann sich schon denken, woher das rührt. Aber so schnell. Ist ihr Heimatsystem tatsächlich bereits Geschichte? Smolen hat die Wahrheit gesagt, die Strecke ist frei. Nur linientreue Lakaien ihrer Majestät bekommen die seltsame Reisegruppe zu sehen. Alles Eingeweihte. Die Reiseroute bleibt ihr ebenfalls verschlossen. Wahrscheinlich, so denkt sie sich, wird die Warenlieferkette benutzt. Was bleiben da für Möglichkeiten zur Flucht? Evie trägt mittlerweile Sonnenbrille, Rundumverglasung passt besser, nach innen geschwärzt. In ihren Ohren stecken zwei gelbe Stöpsel. Furchtbar, wenn alle hellen Frequenzen fehlen. Dieses Dumpfe auf und ab macht ihr. Ihre Hände sind hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Über den Pulsadern glänzen silbrig zwei schicke Armbänder. Es handelt sich dabei um ihre zweite Sicherung zur Unterbindung verbaler Aussetzer. So dumm Smolen auch sein mag, so sehr hält er sich doch an seine hohen Weisungen keinerlei Konversation. Er denkt sowieso an was ganz anderes, sein persönliches Hicklick. Ihm als Leiter der geheimen Mission gebührt die Ehre, seiner Regentin persönlich gegenüberzutreten und das bestellte Paket abzugeben. Der Regierungsrockta befindet sich bereits im Anflug Lyperer, Ziel Privatlandeplatz am Palast ihrer Majestät, Königin Hypatia I. Diese ist bereits in Alarmbereitschaft. Herrlicher Termin heute. Ihre künftige Schwiegertochter wird eingeflogen. Eine Parkingerin, wunderbar. Welch fantastischer Kniff mit weitreichenden politischen Folgen. Wie in den alten Tagen. Das ist der schönste Tag seit langem. Gespannt besteigt sie ihren Herrschersessel in der Empfangshalle und hart der Dinge, die da kommen. Die Palastwachen salutieren streng. Kurze Zeit darauf ist es dann soweit, die Imperialfanfare ertönt, die Flügeltüren öffnen sich, Evil und Baden erscheint, zusammen mit ihrer Entourage. Diese ist beachtlich geschrumpft. Smolens Helfer hier, vor der Königin. Undenkbar. Smolen selbst ist schon kein besonders weiser Zeitgenosse, aber gerade noch tragbar, auch wegen der alten Geschichte um seinen Bruder. Generalmajor Rebelkov fehlt heute, obwohl er normalerweise um jeden königlichen Termin buhlt. Ganz versessen ist er darauf, seiner Regentin gegenüberzutreten. Doch der hat ganz andere Probleme zurzeit. Artig salutiert der gewaltige Smolen, Hypatia verlässt ihren Thron und kommt neugierig angeschlichen. Wie ein Tiger umkreist sie ihre Beute, mustert ihr Opfer genau. Mit gewichtiger offizieller Miene streckt der stolze Smolen seine Hand aus und übergibt so den Elektroschocker an seine Herrscherin. Daraufhin verbeugt er sich lautlos und rollt sich gebückt, aber innerlich zufrieden, von dann. All das erleben zu dürfen ist der Höhepunkt seines Lebens. Dieser Smolen hat seinen Auftrag ausgeführt. Hypatia stellt sich vor Evie hin und entkorkt zuerst die Ohren. Gleichzeitig landen zwei gelbe Stöpsel auf dem Marmor der prächtigen Halle. Weißes Rauschen. Für einen Moment. Doch Evie gewöhnt sich schnell an die Vollfrequenzbreite. Schrill klingt eine vertraute Stimme durch den Raum.